Hallo Kollege, du fährst heute den einzigen 420er-Umlauf auf der S19 in Richtung Düren, zwischen Troisdorf und Köln-Hansaring. Schalte nun noch die PZB dazu, Abfahrt ist um 17.13 Uhr. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen auf der Strecke Köln-Koblenz bzw. Köln-Airport-Link. Wir fahren die von Dovetail Games relativ neu erschienene Erweiterungsstrecke für Köln. Das Ganze heute hier mit der Baureihe 420. Was hier nicht so ganz korrekt ist, ist die Lackierung des Triebfahrzeugs. Wir fahren laut Lackierung die S-Bahn München, aber wie wahrscheinlich alle wissen, dass München liegt halt ein paar Kilometer weiter südöstlich. Und ja gut, wir mussten halt aufgrund von Triebfahrzeugmangel hier auf diese 420er-Einheit zurückgreifen. Stehen hier am Bahnhof von Troisdorf und rüsten auch gleich den Zug auf, wenn man das überhaupt sagen kann, weil wir müssen im Grunde genommen nur den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung bringen und dann noch die Bremse lösen sowie natürlich die PZB einschalten. So, die schaltet sich hier ein in den oberen Modus. So, eine S-Bahn in Richtung Berlin-Gesundbrunnen. Okay, ist auch ein bisschen weiter weg. Aber irgendwann wird der Zug auch an seinem Ziel ankommen. Ja. Ja, und laut Lackierung ist diese S-Bahn von der S-Bahn Stuttgart, auch wenn das überhaupt nicht mit der Zugzielanzeige zusammenpasst. Aber das ist kein Problem. Ich denke mal, heute wird einiges an eisenbahntechnisch konfusen Gegebenheiten auf uns zukommen. Hier auch der junge Herr im Blender-T-Shirt. Ja, dann wissen wir ja, wie der Zug hier programmiert wurde. Beziehungsweise modelliert wurde. So, hier im Führerstand sehen wir auch nochmal unsere höchstzulässige Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Also unsere Höchstgeschwindigkeit für die heutige Zugfahrt. Ich glaube auch die Handbremse, die ist schon gelöst. Wir schauen lieber nochmal nach. Genau, die ist gelöst. So, hier drüben hat man einmal den Stromabnehmer. Der ist bereits oben. Der Hauptschalter, damit unser Zug mit Strom versorgt wird, der ist auch schon eingeschaltet. Hier drüben hätten wir dann die Schalter für bitte hier PZB, die punktförmige Zugbeeinflussung, ein Zugsicherungssystem, was verhindern soll, dass wir in nicht freie Gleisabschnitte hineinfahren, beziehungsweise entsprechend aktiv im Führerstand sind und auf das Geschehen achten. Hier kommen dann die Einstellung der Zugspitzensignale vornehmen. Die meisten Schalter hier sind dann doch leider inaktiv. Genau, der Rest hier oben ist alles inaktiv. Wir haben, ich glaube, noch die Beleuchtung hier drin, oder? Ja, genau. Die Fahrplanlampe. Und das wäre es dann eigentlich auch so an Bedienmöglichkeiten. Die Bremse natürlich noch. Aber wir wissen ja, wer bremst, verliert. Und die Notbremse natürlich, die brauchen wir hoffentlich nicht. Gut, die Scheibenwischer habe ich jetzt auch noch vergessen. Das noch als, ich glaube, letzte Hinzufügung und dann können wir uns auch auf den Weg machen. Wir lösen die Bremse. Und wenn wir fix sind, können wir das schnell bestätigen und Wachsamkeit bestätigen. Aber das nimmt der Zug leider nicht an. Ich glaube eigentlich auch weniger, dass das am Zug liegt, sondern das müsste hier eher an dem Signal liegen. Genau, denn unser Vorsignal hier verfügt über keinen PZB-Magneten, Gleismagneten oder Gleiskoppelspule. Und da ich nicht weiß, wie die Situation am Hauptsignal aussieht, obwohl... Die S-Bahn Köln begrüßt Sie in der S19 auf der Fahrt nach Düren über Köln-Bonn-Flughafen, Köln-Messe-Deutz, Köln-Hauptbahnhof. Nächster Halt, Spich. Ja, selbst wenn am Hauptsignal
Halt erwarten angezeigt werden sollte, können wir auf 60 beschleunigen. Habe ich jetzt auch davor nicht mitgedacht gehabt. So, S für Spich, glaube ich, ne? Ja, genau, Spich. Bahnsteig 1. Unser nächster Halt. Okay, wieso uns jetzt hier 60 signalisiert wird, verstehe ich jetzt auch nicht, weil Spich heißt eigentlich geradeaus weiter. Genau. Na, wie gesagt, einige Ungereimtheiten werden hier heute auf uns zukommen. Ach schön, LZB gibt es hier auch. Und 160 darf dann gefahren werden. Ja, natürlich erst, wenn der Zug vollständig im Abschnitt ist. Und für uns reichen heute 120. So, 145. Mit Doppelstock. Und dann müssen wir schon abbremsen. Nächster Halt, Spich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, mit 60 am Bahnsteigsanfang sind wir relativ gut in der Bremskurve, würde ich sagen. So. Geht heute wirklich etwas ratzpatz hier. Und dann entsprechend langsam anhalten. Ja, in der Regel löst man die Bremse nochmal, bevor man dann wirklich zum Stehen kommt. Ist einfach auch für die Passagiere dann angenehmer. Vor allen Dingen, wenn diese schon aufgestanden sind. Wenn der Zug dann so, ich sag jetzt mal, einrastet und direkt stehen bleibt, dann ist das ja, für die Fahrgäste einfach unangenehm. So, schöner Stromabnehmer hier oben. Für unsere Fahrtrichtung jetzt hier, dann hier nochmal der andere. Ja, Haltestelle Spich. Ja, das P hat nicht so ganz aufs Schild gepasst, wie es scheint. So, hier steht bestimmt drauf, das Überschreiten der Gleise ist verboten. Ja, okay, ohne dass das. Streich mal das weg, dann war die Aussage komplett richtig. Ja, Weiterfahrt ist auch kein Problem. Ausfahrt ist auch sichergestellt. Ja, sechsgleisiger Abschnitt. Hat man nicht oft. Hauptsächlich natürlich in Großstädten. Oder dann, wenn zum Beispiel mehrere Strecken zusammenlaufen. Besonders dann, wenn es spezielle Gütergleise gibt. Weil die ja in der Regel langsamer fahren als die Personenzüge. Und somit müssen sie sich dann ja, nicht mehr die Strecke teilen und können ungehindert aneinander vorbeifahren. Zumal zum Beispiel der Personenzug, jetzt hier mal auf die S-Bahn bezogen, ja viel öfter anhalten muss als die Güterzüge. Diese würden nur unnötig ausgebremst werden und der ja, Energieaufwand wäre um einiges höher, diese Züge dann jedes Mal wieder beschleunigen zu lassen. Als wie man die einmal mit, ich sag mal, konstanten 100 Stundenkilometern übers Gleis gleiten lässt. So, wir beschleunigen wieder auf 120 hoch. Ja, die Baureihe 420 ist schon eine, ja, so langsam in die Jahre gekommene Baureihe. Existiert schon etwas länger auf deutschen Schienen. Und natürlich großflächig im S-Bahn-Einsatz, vor allen Dingen eben bei der Münchner S-Bahn. Hier unten steht es nochmal dran. S-Bahn steht übrigens für Schnellbahn, weil ich das auch letztens schon mal gefragt wurde. So, der Bahnhof Porzwan kommt dann auch gleich.
Ja, wie man da auf den Namen gekommen ist, würde mich auch interessieren. Aber mit den Namen, das ist ja so eine Sache. Ich habe vor einigen Tagen eine Liste über die ungewöhnlichsten und schrägsten, ja, Kinder- bzw. Babynamen gelesen. So, das Signal, das blinkt, ne? 80, okay. Und es war teilweise wirklich erschreckend, wie manche Eltern ihre Kinder ja nennen wollten. Teilweise wurden eben auch die Namen dann abgelehnt, aber manche von diesen ja wirklich kuriosen Sachen, muss man wirklich sagen, wenn man so sich mal im Bereich der Namen umschaut, also so Sachen wie Sputnik oder Schneewittchen war, glaube ich, auch dabei. Nächster Halt, Port Warn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, das ist schon irgendwo ziemlich krass und da tun mir auch ganz ehrlich gesagt die Kinder wirklich leid, weil die müssen in den meisten Fällen wirklich ein Leben lang mit dem Namen dann, ich sag mal, auskommen. Und er stimmt dann auch besonders die Schulzeit bzw. Im Kindergarten das relativ schwierig vor. Vor allem, weil ja Kinder sind ja in der Regel ja ziemlich grob. Muss man einfach so sagen, die kennen eben den, ich sag jetzt mal, Umgang und die sozialen Gepflogenheiten noch nicht so ganz gut wie manch ein Erwachsener. Wobei auch ja ziemlich viele Erwachsene sich da ja schwer tun. Und ja, also wie gesagt, da waren die skurrilsten Namen dabei. Da frage ich mich dann teilweise auch, waren die Eltern irgendwie bei der Namensfindung betrunken oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Kinder tun mir leid. Und ja. Also wirklich, die Namen, oder Goldgräber war, glaube ich, auch dabei. Sowas Verrücktes teilweise. Aber na gut, also ich finde, Goldgräber geht gerade noch so. Ist sehr grenzwertig, aber teilweise, was da für Sachen standen, da ist es noch eine relativ milde Version. Okay, wir stehen jetzt in welchem Bahnhof? Ich glaube, Portswahn war das, gell? Genau, Portswahn. Muss auch cool sein, wenn man dann auf der Postkarte stehen hat, ja, ich wohne in Portswahn oder einmal nach Portswahn bitte. Ja, scheint eine Vorsiedlung zu sein. Na gut. Das sind ungewöhnlich lange Haltezeiten. Ich habe immer so den Drang, gleich die Bremse zu lösen und sofort weiterzufahren. Na gut, aber wir müssen uns ein bisschen gedulden. Und was lange währt, das wird meist gut. Und ich sehe auch gerade, wir haben hier, ja doch, wir haben tatsächlich erste Klasseabteile. Diese fallen aber relativ klein aus. Also ganz ehrlich, mir fällt jetzt hier im Simulator kaum ein Unterschied auf. Beziehungsweise kein Unterschied, was jetzt hier erste und zweite Klasse angeht. Aber wie immer freue ich mich natürlich über eure Mithilfe. Und wenn jemand weiß, wo der Unterschied in der Baureihe 420 im Bereich der ersten und zweiten Klasse liegt, der kann mir das gerne in den Kommentaren mitteilen. Ich verspreche euch, ich werde mir diese durchlesen und in den meisten Fällen natürlich auch beantworten. Aha, wir zweigen ab. Das müsste jetzt hier, ich glaube, in Richtung Flughafen gehen, ne? Ich weiß es gar nicht, leuchtet 1000 Hertz. Sieht man so schlecht. Ich glaube eigentlich schon, ne? Oder nicht? Also theoretisch müsste 1000 Hertz leuchten. Ansonsten hätten wir hier keine Beeinflussung. Ach, okay, das ist schräg angebracht. Alles klar. Aber befreien lassen möchte sich der Zug auch noch nicht. Gut.
Ja, genau, in Richtung Flughafen fahren wir. Also muss ja. Theo, ja, okay, jetzt auf jeden Fall. Hä? Er lässt sich einfach nicht befreien. Was geht denn hier ab? Jetzt. So. Dann auf Streckenhöchstgeschwindigkeit 120 hoch. Gut, Streckenhöchstgeschwindigkeit liegt bei 130, aber die Geschwindigkeit unseres Zuges ist ja auf 120 begrenzt. Ja, Köln Airport Rail Link. Ein, ja, ziemliches Durcheinander. Aber NBU-Abschnitte haben sie eingebaut. NBU steht für Notbremsüberbrückungsabschnitt in dem Fall hier. Mit anderen Worten, im Falle einer Notbremsung ist der Triebfahrzeugführer, auch Lokführer genannt, ja, dazu verpflichtet, den Zug außerhalb der... Nächster Halt, Köln-Bonn Flughafen. Next Stop, Cologne-Bonn Airport. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, danke fürs Unterbrechen. Ja, genau. Der Triebfahrzeugführer ist dazu verpflichtet, bei einer Notbremsung den Zug außerhalb der als NBU-Abschnitt gekennzeichneten Streckenkilometer zum Halten zu bringen. NBU-Abschnitte sind immer die Abschnitte, wo wir an den Hektometertafeln so kleine, orangene, rückstrahlende Lichtbalken vorfinden. Können wir auch, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen besser zeigen, eventuell im Bahnhof dann. Ja, und ich sehe hier drin wirklich gar nichts. Die Beleuchtung, die Beleuchtung ist hier im Simulator relativ, ja, ich sag mal, schlecht. Okay, nächster Halt, Köln-Bonn Flughafen am Gleis 2, also hier in der Mitte. Hier sind sicherlich nochmal Hektometertafeln aufgestellt, auch im Bahnhof. Terminal 1 und 2, CD. Na super, und wir können jetzt hier gar nicht in die Außenansicht springen. Der Simulator verweigert das Ganze. Der geht nämlich davon aus, dass wir hier, also streckentechnisch, was jetzt, ich sag mal, programmierungsmäßig im Hintergrund abgeht, versteht der Train-Simulator das so, dass wir uns gerade in einem Tunnel befinden würden. Und im Tunnel riegelt der Simulator mehr oder weniger die Außenansicht ab. Wir können diese lediglich durch die Tastenkombination Shift und 2 erreichen. Und dann haben wir hier jeweils den Blick aus dem Führerstandsfenster. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir hier, ich sag jetzt mal, im definierten Tunnel nach draußen schauen können. Wir können uns aber auch noch in den S-Bahn-Wagen hinten hineinsetzen und dort teilweise ein bisschen rumspringen. Ja, 2 Positionen haben wir hier für die Kamera. Und ich möchte ganz gerne mal lesen, was hier an diesem wahrscheinlich lustigen Plakat steht. Ist bestimmt eine kleine Karikatur. Und vielleicht können wir die ja mal ausnahmsweise während der Fahrt auswerten. Ja, Sonnenblende. 1 eine getönte Scheibe. Ob die jetzt UV-durchlässig ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal stark davon aus. Ich denke nur, dass die irgendwo den Blendeffekt reduzieren soll. Aber eine ordentliche Sonnenbrille ist dann da doch besser wahrscheinlich. Okay, die Türen sind zugegangen. Alle Passagiere hier am Flughafen sind eingestiegen. Ja, die meisten kommen wahrscheinlich aus dem Urlaub oder von irgendwelchen Businessreisen. Und ja, nach so einem Bürotermin, was weiß ich, in Los Angeles, ist man bestimmt auch ziemlich erschöpft. Und da kann man auch in den meisten Fällen eben nicht alleine mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Besonders dann natürlich, wenn man einen längeren Urlaub hinter sich hat. Meist kann man ja die Fahrzeuge nur über eine bestimmte Zeit am
Airport am Flughafen abstellen. Und deshalb werden da auch sehr, sehr viele Personen mit dem Zug fahren. Da hier drüben hatten wir es mal ganz kurz gesehen. Ich hoffe einfach, dass hier noch gleich ein oder zwei NBÜ-Hektometer-Tafeln erscheinen. So, die Trennschütze ist auch eingerastet. Immer dieses Geklackere, es ist quasi, ja, einfach gesagt die Nullstellung, also weder Zug noch Bremskraft. Wir haben hier natürlich einen Kombinationshebel, wenn wir diesen nach vorne drücken, beschleunigt der Zug. Wenn wir den nach hinten ziehen, dann bremst der Zug automatisch ab. Uiuiui. Das lag aber jetzt nicht an uns, das lag an der Strecke. Und zwischenspeichern sollten wir auch mal. Hier mal eine kleine Übersicht, wo wir denn heute noch so lang geführt werden. Wir fahren hier dann in Richtung Köln-Frankfurter Straße. Im Anschluss halten wir dann in der Trimborn-Straße an. Daraufhin dann in Köln-Messe-Dolz. Am Messegelände natürlich auch Köln-Hauptbahnhof. Gleis 11 sowie dann schließlich letzten Endes Köln-Hansaring auf Gleis 1. Und huch, wir sind schon wieder aus dem Tunnel hinaus. Natürlich gar nicht mitbekommen. Ging jetzt relativ schnell und dann dürfen wir wahrscheinlich auch gleich wieder schneller fahren. Genau, 130 sind streckenseitig mal wieder zugelassen. Na, schade. NBÜ-Tafeln finden wir jetzt hier nicht mehr. Aber na gut. Werden wir nochmal woanders sicherlich sehen. Hier, doch. Hier, diese orangen Balken, meine ich, die kennzeichnen einen NBÜ-Abschnitt. Und ja, wie gesagt, sind in den meisten Fällen, oder ich glaube eigentlich immer, rückstrahlend. Mit anderen Worten, das heißt einfach nur, wenn diese Tafel angeleuchtet wird, zum Beispiel eben von unseren Zugspitzenlichtsignalen, einfach gesagt, die Beleuchtung unseres Zuges, dann sind die auch in der Nacht, ja, besser zu erkennen. Ja, und viel mehr verbirgt sich eigentlich gar nicht hinter diesen, ja, ich sag jetzt mal, hinter diesem Sonderfall der Hektometertafeln. Ja, was mir so ein bisschen, ich sag mal, Sorgen bereitet, ist einfach hier die PZB auf der Strecke. Denn so hundertprozentig gut ausgeprägt ist die nicht. Auch was eben so manche Signalstellungen angeht und ja, die Gleistechnik ist allgemein nicht so, ich sag mal, der Renner. Ja, und da kritisieren in den meisten Fällen immer relativ einfach ist. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was da dran stand im Signal. Hier auch nochmal ein paar positive Sachen. Also das Wetter ist heute relativ gut. Die Vegetation, die gefällt mir auf der Strecke auch ziemlich gut. Und ich muss sagen, die hat man, was ich jetzt so an Eindrücken gewonnen habe, eigentlich auch wirklich gut platziert. Aber ich muss jetzt wirklich mal wissen, wie schnell wir hier fahren dürfen. Okay, 80. Wir hatten angekündigt. Okay. Nächster Halt. Köln-Frankfurter Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah, schöne Brücke. Oder Überleitstelle könnte man eigentlich sagen, ne? Könnte man irgendwas als Überleitstelle definieren. So, lieber Tachometer, wir zwingen dich in die Knie. Einmal anhalten, bitte. Ah,
ein Bahnsteig mit, ich glaube, roten Backsteinen als Lauffläche. Oder einfach nur roten Gehwegsplatten. Werden wir gleich mal inspizieren. Ein unglaublich wichtiges Detail. So. Also auch S-Bahn fahren macht nach so langer Zeit mal wieder richtig viel Spaß. Wir fahren ja eben meistens Güter- bzw. Schnellpersonenzüge Köln-Frankfurter Straße. Und dann hier wirklich noch so im, ich glaube, Schein der untergehenden Sonne, genau. Ja, da streifen hier die Pendler in die Stadt mit unserer S-Bahn. Das ist wahrscheinlich auch das lukrativste, ich sag jetzt mal, Geschäft der Deutschen Bahn, was eben so Großraum Köln angeht. Ja, wahrscheinlich der Regional- bzw. S-Bahn-Verkehr, der eben hauptsächlich durch die Pendler finanziert wird. Der Fernverkehr selbst wird wahrscheinlich auch stark frequentiert sein, aber ich gehe mal davon aus, dass der längst nicht so stark belastet ist wie der Nahverkehr. Und deshalb tippe ich hier wirklich auch drauf, dass es die Haupteinnahmequelle ist. Die Haltezeiten, die sind meiner Meinung nach zu lang. Also sollte es ein Fahrplan hier entsprechen, dann verbeuge ich mich. Also ziemlich lange Wartezeiten. Oder es liegt einfach nur daran, dass wir so überpünktlich sind, was ich aber bezweifle. Ich glaube, wir fahren ungefähr nach Plan. Wir könnten eine leichte Verzögerung haben, aber ungefähr nach Plan. So, nächster Halt, Köln-Trimborn-Straße. Dreimal grün, Freifahrt vor uns, uns steht nichts im Wege. Von einer Brücke hier auf die andere. ...120 darf wieder gefahren werden. Tatsache, Formsignale. Also ich hätte mit allem gerechnet. Wirklich mit allem. Aber nicht mit Formsignalen im Großraum Köln. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Überrascht mich jetzt sehr. Okay. So, dann wollen wir mal fix wieder anhalten. So, entgegen kommt uns da, glaube ich, ein 648 der Bayerischen Oberlandbahn. Von der BRB. Bayerische Regiobahn, okay. Passt trotzdem nicht hierher. Sorry auch. Nächster Halt: Köln-Trimborner Straße. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Ja, ich bezweifle wirklich sehr stark, dass die Bayerische Regiobahn hier in der Umgebung fährt. Also wenn ich mich da irre, dann ist das, glaube ich, mein
allergrößtes Irrtum im Bereich der Bahntechnik. Aber, also nee, glaube ich jetzt wirklich nicht dran. Ich meine, gut, vielleicht als Überführungsfahrt irgendwohin ins Ausbesserungswerk oder vielleicht wurde der Zug auch als Charterzug angemietet oder als Sonderfahrt einfach. Aber in der Regel, nee. Also da sieht man nicht solche Triebwagen, wahrscheinlich schon gar nicht mit Dieselbetrieben hier auf diesem Streckennetz im Großraum Köln. Ich glaube da einfach nicht dran. Sorry. Auch wenn das jetzt ziemlich unoptimistisch ist, aber nein, da glaube ich nicht dran. Das geht zu weit. BRB in Köln, nein. Ja, hier vorne dann, das müsste Köln-Messe-Deutz sein. Ganz ehrlich gesagt, in Köln kenne ich mich nämlich nicht so gut aus. Ich kann mich noch gut an die EEP-Anlage Cologne erinnern. Ah, da habe ich so ein bisschen, ja, sag ich mal, einen kleinen Überblick über das Streckennetz in Köln gewonnen. Aber es ist so ein, ja, Durcheinander. Teilweise wusste ich dann nicht mehr, wo ich gerade bin. Und zugegeben, ja, die Simulation damals war halt auch schon zu der Zeit eben nicht so ganz zeitgemäß. Aber gut, okay. Ich glaube, das war damals EEP Version 6 Gold Edition, die ich da hatte. Und da habe ich immer sehr, sehr gerne mir selbst so, naja, Modellbahnanlagen zusammengebastelt und die ganz nach meinem Geschmack, ja, irgendwie halt zusammengeschustert. Wenn das Interesse an EEP natürlich auch groß genug ist, dann kann ich auch sagen, nehmen wir mal eine der etwas aktuelleren Versionen des Spiels, ziehe ich mir die auf den Computer und dann bauen wir da mal eine Runde zusammen. Also, wen das da interessiert, gerne. Es wird natürlich nicht so detailreich und umfangreich werden wie hier im Train Simulator. Ich könnte da mal ein, zwei, vielleicht auch drei Videos dazu machen. Das ist jetzt schon ein relativ, ja, groß und breit gespanntes Angebot. Aber vielleicht, wenn da wirklich genug und damit weil nicht wirklich genug Interesse besteht, dann kann ich da auch gerne mal was zeigen. Genau, circa 800 Meter noch bis zum Bahnhof Köln-Messe-Deutz. So, hier unten hätten wir genug 218er. Wer will, kann eine haben. Nee, Spaß natürlich nicht. Die gehören der DB, nicht mir. Nächster Halt, Köln-Messe-Deutz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop, Cologne-Messe-Deutz. Passengers traveling to Cologne-Messe-Deutz, please exit here. Uiuiuiui, wie steil geht das hier runter? Ja, wieso ich gerade so ein bisschen schmunzeln musste. Entschuldige, aber das war einfach die Aussprache. Next stop, Köln-Messe-Deutz. Aber es ist ja bei der DB tatsächlich manchmal so. Da gibt's einige, ich sag mal, Englisch-Anarchisten. Was eben die Aussprache angeht. Aber na gut. Muss nicht jeder können. Und wurde auch nicht jedem in der Schule gelehrt, von daher kein Problem. Solange man ungefähr versteht, wo es hingeht und wo der nächste Halt ist, dann reicht uns das doch auch. Die Scharkuh-Scharfenberg-Kupplung. Also da sollte man dann ja nicht dran rumspielen. Wie gesagt, Hochspannung, Lebensgefahr allgemein als, ich sag mal, bahnuneingewiesene Person. Und wer da überhaupt nichts mit dem Schienenverkehr zu tun hat, der lässt eh von allem die Finger weg. Ihr könnt euch da gerne in der Simulation ausprobieren, aber was die echte Bahn, angeht, da immer die Finger von, kann auch relativ schnell zu einer Anzeige führen. Also dabei dann nichts Unüberlegtes tun und nicht voreilig handeln. Wenn, dann immer Bahnpersonal kontaktieren, die kümmern sich dann in der Regel entsprechend. So, Baureihe 145, mal wieder mit Doppelstock.
Garnitur hinten dran. Was ich auch immer so ganz lustig finde, an den Wagen schreiben sie oftmals hier ganz groß Service dran. Ich persönlich hatte da schon oftmals andere Erfahrungen. Da war teilweise Service wirklich sehr klein geschrieben. Aber na gut, ist eine andere Sache und ich glaube, damit muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. So, 80 waren hier erlaubt, soweit ich weiß. Nein, 60. 60. Sonst werden wir hier zum Sündenbock. Nochmal aus München. Ich glaube schon, ne? Ja, oder Stuttgart. Oha, ein ICE. Baureihe 401, wenn ich hier das erhöhte Bordbistro sehe. ICE 1, ja. Oh ja, es ist ja. Nächster Halt. Hohenzollernbrücke. Köln Hauptbahnhof. Übergang zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop. Cologne Main Station. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja. Die Hohenzollernbrücke. Eine der wohl bekanntesten und größten Eisenbahnbrücken in Deutschland. Ist natürlich auch sehr schön anzusehen mit diesen drei aneinander gestaffelten Bögen. So, hier das nächste Wahrzeichen von Köln, der Kölner Dom, auch allseits bekannt, und natürlich auch der Hauptbahnhof, ein Wahrzeichen, aber ja, nicht ganz so stark besucht wie wahrscheinlich sämtliche Sehenswürdigkeiten. Und wir haben hier vorne ein rotes Signal vor der Nase. Wieso denn das? Das wird uns auch gar nicht angezeigt hier unten. Deswegen rufen wir mal ganz schnell und fix im Stellwerk an und da geht gerade keiner dran. Und es hat sich sogar gerade gereimt, glaube ich. So, die Sache ist jetzt, ich möchte nicht unbedingt ausprobieren, was passiert, wenn wir hier einfach so über das rote Signal hinwegfahren. Deswegen halten wir zuerst einmal hier dahinter an, öffnen die Türen, lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen und in der Zwischenzeit versuche ich mal den Fahrdienstleiter ganz fix zu kontaktieren, aber der möchte heute einfach mal den Hörer nicht abnehmen. Oder wir sind natürlich im Funkloch, das kann natürlich auch sein. Nein, und aus diesem Grund werde ich ja, eigentlich nicht erlaubt bei weiß-rot-weißem Mastschild. Ja, weil es eine Signalstörung ist und ich weiß, dass es danach weitergeht, werden wir hier im Simulator trotzdem weiterfahren. In der Regel wäre das eigentlich nur erlaubt bei einem weiß-gelb-weißen Mastschild. Der Grund dafür ist, dass in der Regel weiß-gelb-weiße Mastschilder selbsttätige Blocksignale auf freier Strecke kennzeichnen. Und der Hintergrund liegt einfach dahinter, oder ja, der Hintergrund ist einfach, dass man in der Regel auf der freien Strecke sehen kann, ob sich im nächsten Block ein Zug befindet. Und da man dann eh nur mit als Fahrtaufsicht weiterfahren darf, ja, ist das eigentlich relativ, in Anführungszeichen, ungefährlich. Und ja, deswegen hat man quasi diese Regelung eingeführt. Was natürlich auch immer zu beachten ist, sind die Einfahrlöcher. Wer sich dazu, ja, ich sag mal, mehr aus den Fingern saugen möchte, dem würde ich da auf jeden Fall ja, eine kurze Reise durchs Internet, durch die Weiten des Weitverkehrsnetzes empfehlen. Und gut, genug geredet. Die Türen sind geschlossen und wir überfahren jetzt ausnahmsweise selbstständig das, ja, Signal per PZB-Befehl 40, in unserem Fall ohne das Einholen eines Befehls. In echt nicht erlaubt, soweit ich weiß, aber ja, es kommt auch nicht mal eine Meldung Befehl 40.
Ich tippe darauf, dass hier einfach eine Fehlpositionierung seitens der Entwickler bezüglich des Signals vorliegt. Oder das Signal verfügt einfach auch mal wieder über keine Gleiskoppelspule. Aber ich dächte, eine gesehen zu haben. Vielleicht hat man da die falsche gewählt. Signal habe ich selbst noch nicht im Train Simulator positioniert. Gut, das Signal ist grün und unser Zug nimmt die Hälfte des Vorsignals mit. Ja, ist nicht so optimal, aber okay. Gut, wir fahren in Richtung letzter Bahnsteig und ich möchte mir hier ganz kurz nochmal anschauen. Ja, eine Gleiskoppelspule ist verlegt. Ja, ich habe es jetzt zu Anfang. Nächster Halt, Köln-Hansaring. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Und ich wiederhole mich nochmal, ich habe es zu Anfangs angekündigt, dass es wahrscheinlich einige Ungereimtheiten auf dieser Strecke geben wird. Und das war eine davon. Müssen die Ansagen immer genau dann kommen, wenn ich was sagen möchte? Na gut. Ja, mich hat's gefreut, dass ihr hier wieder im Train Simulator mit mir gefahren seid. Wenn euch der Train Simulator gefällt, könnt ihr euch den gerne über die Videobeschreibung bestellen. Ihr könnt mir auch sehr gerne einen kleinen Kommentar zur Strecke und zu meiner Fahrweise unter dem Video dalassen und allgemeine und sonstige Anregungen. Ja, bin ich gerne dafür offen. Auch für höflich formulierte und konstruktive Kritik. Sehr freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und am besten könnt ihr das realisieren, indem ihr den Kanal abonniert und die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button betätigt. Dadurch werdet ihr wie immer dann über die neuesten Videos benachrichtigt. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, das lege ich euch einfach nur so noch ans Herz für die heutige Fahrt. Ich verabschiede mich und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.